Scheiß, das heißt. Jetzt ist so ein Spaß. Wenn man die Auflaufform auf eine heiße Herdplatte stellt und dann die Hand da reinhält. Ja, auf jeden Fall. Was geht, um ihr ganzen Städtchen? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier bei einer neuen Folge Hadi tischt auf. Ja? Und heute tatsächlich wird es vielleicht sogar gar nicht mal so lange dauern, denn ich habe ein kleines Speed-Rezept für euch. Ja? Also nicht für die Droge Speed, sondern ein Speed-Rezept, weil es schnell geht. Gut, ja, verstanden? Schön. Dazu brauchen wir einmal Porree. Denn wir machen einen Porree-Lachs-Dill-Auflauf. Ja? Porree ist jetzt nicht so unbedingt das Gemüse der Wahl für viele von euch und auch für mich, ehrlich gesagt. Denn Porree ist halt einfach nicht geil. So. Aber das ist die Grundlage unseres Rezepts und man kann ja was Geiles draus machen. Das ist ja das Schöne beim Kochen. Selbst wenn wir eine Zutat haben, die wir manchmal nicht so geil finden, kann sie in Kombination mit anderen Zutaten ziemlich nice sein. So, natürlich habe ich heute mein Sensei-Messer mit dabei. Lachs. Lachs brauchen wir natürlich auch. Davon habe ich zwei schöne Scheibchen. Ja, so hier, der lebt noch. Und was wir noch brauchen, sind Erdnüsse im Honigmantel. So, das hier sind jetzt ganz effe Erdnüsse mit Honig und Salz aus dem Supermarkt. Sollte man in jedem gut sortierten Supermarkt finden. Dann haben wir Crème fraîche, Senf und Speisestärke. Die brauchen wir auch, damit das Ganze ein bisschen ja, Festigkeit annimmt und nicht so flüssig ist. Starten wir also zuallererst mit dem Porree. Der sieht ja nicht so aus, wenn man ihn im Supermarkt kauft, sondern der hat da noch so ein mega langes Büschelding und hier vorne so krusige Dinger. Die habe ich jetzt schon mal abgeschnitten bzw. vorbereitet. Und den Lachs, den packen wir jetzt hier mal an die Seite. Und den Porree soll man so in, ich sag mal, ja, 2 mm dicke Streifen schneiden. Ja, also ich persönlich halte mich jetzt nicht unbedingt daran, sondern schneide einfach mal drauf los. Denn das Ganze gibt nämlich immer eine ziemliche Sauerei, weil der Porree auseinanderfällt. Weil der wie so eine Zwiebel so viele Ringe hat. Deswegen gucke ich mal, dass wir das jetzt schnell klein gehackt kriegen. Alter, meine Hand wird langsam lahm, ja. Das Einfache ist jetzt, wir brauchen jetzt diesen Porree, so wie er ist, nur in diese Auflaufform zu geben, ja. Heißt also, wir schnappen uns das ganze Gemüse hier, das ganze Gekräutere und rein damit. Ja, guck mal hier, schön, ich glaube, ja, nee, wir machen nicht alles rein. Weil, wobei, ja doch, komm schon, egal, einfach rein damit. Nächster Schritt wäre dann, den Lachs klein zu schneiden, ja, ich sag mal so in 3x3 cm große Stücke. Ich mache es jetzt mal ein bisschen gröber hier, so, das sieht ganz gut aus. Denn wir wollen ja nicht solche kleinen Mini-Stücke haben. Jetzt gucke ich mal, dass ich das hier kamerafreundlich auch durchschneide. So, guck mal hier, das sieht doch super aus. Machen wir das hiermit doch auch gleich noch. Ich glaube, ich habe tatsächlich, habe ich überhaupt in meinen Kochvideos jemals bis jetzt Fisch gemacht? Weißt du das? Nee, ne? Ich habe bis jetzt noch keinen Fisch gemacht. Fällt mir nämlich gerade auf. Und ich finde Lachs ehrlich gesagt sehr, sehr geil. Wenn natürlich jetzt weder auf Gemüse steht noch auf Fisch, für den ist das hier natürlich gar nichts. Aber ihr wisst ja, was das Kochen angeht. Probieren geht über Studieren. Einfach mal rein damit. Und das ist ja nun wirklich fix gemacht hier. Lachs ist fertig. Und jetzt, da das Ganze natürlich ein bisschen trocken wäre, machen wir jetzt auch noch ein gescheites Süßchen dazu. Für die Soße habe ich mir jetzt einfach so eine total effe Schüssel hier gekrallt. Dazu nehmen wir jetzt den Crème fraîche. Bei Crème fraîche muss man übrigens immer vorsichtig sein. Ich finde, das Zeug schmeckt auch ehrlich gesagt so pur, gar nicht so verkehrt. Gut, wenig Kalorien hat das jetzt nicht, weil ne, Crème fraîche halt. Das ballern wir komplett hier rein. So. Zack. Also komplett 150 Gramm, einfach volle Möhre rein damit. Ein Teelöffel Senf. So. Einen kleinen Schuss Milch. Ich mache es jetzt nach Gefühl. Man könnte 2 Esslöffel nehmen, aber ich mache jetzt mal nur einen Esslöffel. So. Wow. Wenn man eine volle Packung Milch dafür nimmt, ne? Ich muss unbedingt drüber dingsten hier. Das ist so eine ganz effe Flasche Weißwein.
Schmeckt süßlich. Oh, ich habe was in der Nase gekriegt. Könnt ihr reinmachen, müsst ihr aber nicht. Gibt dem Ganzen aber noch einen gewissen... War vielleicht ein bisschen viel. Egal, einen gewissen Touch. Sollte also nicht ganz so schlecht schmecken. So, und jetzt verrühre ich das schon mal so ein bisschen hier. Ne? Ihr müsst so ein bisschen mit der Flüssigkeit aufpassen, denn der Creme Fraiche ist halt so ein bisschen Creme Fraiche-ig, ja. Und das Ganze verbindet sich nämlich nicht so gerne miteinander, wenn man das hier so sieht. Was jetzt noch reinkommt, ist handelsüblicher Dill. Den kann man frisch kaufen, muss man aber nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, weil das vergammelt mir halt einfach total schnell. Und glücklicherweise gibt es das auch in tiefgefrorener Form. Hier, der fällt dann auch relativ schnell auseinander. Der Nachteil bei dem tiefgefrorenen Scheiß ist, dass ihr das relativ schnell benutzen müsst, weil wenn das auftaut, dann wird das einfach nur eine einzige Klumperei. Und das ist scheiße. Also, Dill. Dill deswegen, weil Dill perfekt zu Fisch passt. Das ist ein Zungenbrecher. Weil Dill perfekt zu Fisch passt. Für mich persönlich darf es gerne ein bisschen mehr sein, denn ich finde das Zeug ein bisschen geil. Und jetzt, wie sonst auch, einfach schön verrühren. Rühr. Das sieht doch gut aus, guck mal. Das sieht doch schon aus, als wenn es gesund wäre. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das Creme Fraiche wäre, wäre es sogar gesund. Oh, hier, jetzt kommen wir mal noch eine ordentliche Prise Salz rein. Und was auch dazu noch kommt, ist Zucker. Auch nicht zu viel, einfach eine kleine Prise da rein. So hier, zack. Und dann probiere ich das, was ich jetzt hier veranstaltet habe, sofort mal. Oh, geil. Man schmeckt den Dill volle Möhre raus. Da kann aber gerne noch ein bisschen mehr rein. Guck mal hier. Das darf von mir aus gerne richtig mördermäßig nach Dill schmecken. Weil zu Lachs ist Dill einfach der Oberkiller. Erstmal verteilen wir jetzt die Soße hier drauf. Guck mal hier. Wir haben hier unser Porree. Einfach volle Möhre drüber gießen. Gerne alles, kein Problem. Das kann der Porree ab. So. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hier schön verteilt kriegen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin mal gespannt, was aus dem Porree gleich wird. Ob der, weil der ist ja jetzt noch roh. Ob der gleich eine Form annimmt, wo ich sage, geil, kann man so machen. Oder ob das echt total kacke schmeckt. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall, nur mit der Dillsoße kann man mal machen, ne? Auch. Fisch, ja? Den geben wir jetzt einfach drüber. Kann auch gerne ein bisschen verteilt sein hier, so. Ich mache mir jetzt auch so ein bisschen die Finger schmutzig. Ein bisschen in den Dill reindrücken, so. Weil wenn er nämlich zu sehr an der Oberfläche ist, dann wird er vielleicht ein bisschen zu trocken. Aber das muss jetzt gleich sowieso für 30 Minuten in den Ofen. Sonst wird der Fisch nämlich nicht gut. Und am Ende könnt ihr, wenn ihr wollt, noch diese Nüsschen oben drüber geben. So, mir fällt jetzt die Hälfte natürlich schon wieder runter, kein Problem. Die kann man klein hacken, muss man aber nicht. Also ich persönlich mag es jetzt nicht, das klein zu hacken, weil ich mag das nicht, wenn man so zu viel im Mund hat. Also ihr wisst, wie ich das meine, ne? So, also, ne, wenn halt so kleine Stückchen und so sind. Na, ist doch egal. Scheiß drauf. Jetzt packen wir das Ding erstmal in den Ofen. Also einfach rein. Und das Ganze lassen wir jetzt für 30 Minuten im Ofen. Und dann checken wir mal ab, was daraus geworden ist. Halbe Stunde ist rum, ihr kleines Schnittchen. Gizmo, ja, man sieht's. Er riecht es auch schon, ja. Es riecht gut hier. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das jetzt hier aus dem Ofen rauskriegen. Das ist natürlich immer die Herausforderung schlechthin. Licht lassen wir an. Boah, das ist halt immer so eine Sache. Oh, das blubbert schön. Das Gute ist, dass das Handtuch ein bisschen feucht ist. Heißt also, ich merke die Hitze nicht direkt so ganz krass. Komm mal her hier. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die Nüsse sind nicht angebrannt, das ist wunderbar. Der Lachs sieht, oh, der sieht noch richtig schön saftig aus.
Was den Porree angeht, da bin ich jetzt mal äußerst gespannt. Ich denke mal, die Soße wird wohl ihr Übriges getan haben. Und ich probiere jetzt erstmal so ein Stückchen Lachs hier. So ein Stück Lachs mit so einer Nuss. Das sieht man schon mal hier, ne? Hier mal so eine Nuss, da mal Lachs. Der Lachs ist nice. Der Lachs ist genau richtig. Genau richtig. Und dann holen wir uns jetzt mal so ein fettes Stück Porree noch hier raus. Hm? Ja, immer noch, boah, Alter, immer noch fucking heiß, ey. Oh! Ja, schmeckt nice. Der Porree hat so eine gewisse Süße angenommen. Vielleicht sogar durch die Nüsse oder durch den Zucker, der in der Soße ist. Ich weiß es nicht genau. Aber wirklich, tatsächlich, es schmeckt. Was man noch wirklich als Beilage nehmen könnte, wäre vielleicht Reis. Weil Reis passt immer gut zu so einer Soße, zu Fisch mit Dill. Wenn man jetzt nicht so der Fan von Porree ist, kann man auch einfach nur den Fisch mit der Soße machen und sich nachher einfach, ich sag mal, so eine Tasse Reis dazu machen. Ist bestimmt auch ziemlich nice. Meiner Meinung nach ein sehr leckeres Gericht, was sich wirklich extrem schnell zusammenfriemeln lässt. Außer, dass es eine halbe Stunde im Ofen braucht. Sag ich mal, geht das wirklich äußerst fix. Ihr müsst nur ein bisschen schnibbeln, den Lachs, den Porree einfach rein, damit die Soße vielleicht machen. Oder das war's, kein Braten, kein gar nichts. Wie gesagt, Beilagen kann man ja immer noch wie nach Belieben. Vielleicht sogar ein paar Bratkartoffeln, wer das sowas gerne zu Fisch isst, kann man auch noch nehmen. Ich persönlich finde, es ist gut gelungen. Mir fehlt einfach noch Reis. Wer das Ganze nachkochen möchte, findet das Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach aufklappen und dann könnt ihr nach Herzenslust einkaufen gehen. Das Rezept ist so einfach, das kann sogar jeder lappen. Und was mir gerade noch einfällt, ist, dass am kommenden Montag ich im WDR zu Gast bin, in der Sendung Daheim und unterwegs. Ja, voll krass eigentlich. Ist eine Live-Sendung, startet am Nachmittag und dort bin ich eben deshalb eingeladen worden, um dort mein Bohnengemüse zu kochen. Also, wer Lust hat, schaltet ein. Es wird bestimmt wieder irgendwas schief gehen. Ich weiß es nicht, es ist eine Live-Sendung, also man kann nicht irgendwie cutten. Von daher, ja, ich selber bin ein wenig aufgeregt schon, ja, muss ich sagen. Und wer, wie gesagt, Lust hat, schaut rein. Ansonsten macht euch noch ein wunderschönes Wochenende, ganz Städtchen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.